Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Tag Nummer 2. Und es ist echt, ihr seht's, neblig wie Arsch. Aber es soll halt schönes Wetter werden. Die Kombi ist halbwegs wieder trocken. Ja, geschlafen habe ich so semi, aber gut. Es war zu warm, ich hatte eine zu dicke Decke. Hab dann irgendwann entdeckt, dass da noch eine Schafwolldecke rumliegt, die nicht so warm ist. Aber gut, ich will mich nicht beklagen. Es gab lecker Essen, es hat mich nichts gekostet. Danke an Kumpel. Ich muss mich jetzt aber hier mal ein bisschen konzentrieren, weil ich sehe durch mein leider verspiegeltes Visier, ne? Relativ wenig. Und der Niesel da. Naja, irgendwann verzieht sich, es kommt die Sonne raus. Ja, heute stehen 420 Kilometer noch an. In 7,5 Stunden ungefähr. Aber davon ist viel erstmal 200 Kilometer Autobahn bis kurz vor Bregenz. Weil ich habe mir sagen lassen, die Schwäbische Alb ist dann doch nicht so gut im Vergleichsatz zu Vorarlberg und dahinter das Alpengebiet. Also nehmen wir Autobahn bis an Bodensee. Ich hoffe, am Bodensee ist besseres Wetter als hier, aber ich denke schon, wenn sich der Nebel hier mal gelichtet hat. Ja, ich glaube, ich schalte am Bodensee wieder ein. Mit dann hier 360 Grad Kamera und die funktioniert echt perfekt. Also kann man nichts anderes sagen. Gut, dann bis später. Ach ja, übrigens, ich habe auch gestern noch ein bisschen Moped geschraubt. Hier, guck mal. Die Heizgriffe funktionieren wieder. Da war vorne neben der Lampe ein Kabelbruch. Und mein Motorrad wollte sich seiner Hupe entledigen. Und dann Motto, brauche ich nicht. Auch wieder festgeschraubt. Schreibe ich das einem MT09-Kumpel, der sagte, ach, deine auch? Also das scheint ein größeres Problem zu sein. Ja, aber da war gestern einmal Quetschverbinder Kabelbruch gefixt. Weil der Kabelbruch war direkt neben dem Japanstecker. Quasi Kabel abgerissen. Ist schon schön, wieder warme Hände zu haben. So, da drüben seht ihr einen Stau. Oder auch nicht. In dem stand ich gerade. Hat mich ungefähr 40. Ui, cool. Hat mich jetzt 20 Minuten mindestens gekostet. Ich wollte eigentlich noch eine Tankstelle weiterfahren an der Autobahn, noch einen Rasthof weiter. Hab ich mir dann geknickt. Bin der Abfahrt früher raus, weil ich gesehen habe, hier Tankstellenschild. Ne? Jetzt fahre ich einmal um den Stau rum. Ja, ich bin immer noch ein bisschen platt und müde. Aber wenn man die Nacht auch nur 5 Stunden schläft, reell, ist das schon ja, irgendwo verständlich, ne? Oder irgendwo verstehbar, ne? Naja. Wird schon wieder werden. Genug Kaffee, genug Schokoriegel. CSU, ach ja, stimmt, wir sind ja in Bayern. Ja, was mache ich bei sowas, wenn Stau ist? Also normalerweise mich erstmal mit neuerdings anstellen, weil fahren durch die Rettungsgasse ist echt teuer. Und dann irgendwann halt, wenn ich die Möglichkeit habe, Google Maps aufmachen und nachgucken, wie lang der Stau ist. So wie hier, wo es nur eine Autobahn gibt, halt entweder Augen zu und durch oder aber halt abfahren und arg schlimm wird. Aber jetzt gibt es eine Möglichkeit, hier über eine Parallelstraße zur Autobahn drumherum zu fahren. Und ich habe jetzt Ankunftszeit 17.20 Uhr. Lass das mal 18 Uhr werden mit Fotopausen und alles. Bis 20 Uhr darf ich im Modell einchecken. Passt, würde ich sagen. Zur Not checke ich um 19.55 Uhr ein und gehe danach was essen. Ich bin ja nicht so. Ja, ist so ein neuestes Update von ich erreiche mein Ziel so schnell wie möglich. Oder auch nicht. Ha. Naja, lässt sich nicht vermeiden, ne? Dass man mal so ein bisschen im Stau steht und so. Das weißt halt vorher nicht. Aber Wetter ist dafür jetzt schön. Heute Morgen war es ja arg neblig, aber jetzt ist ganz schön. Also, ja, und dass jetzt hier ganz viele fremde Schubelter rumfahren, ist mir auch klar. Denn ihr Navi wird auch eine Stauumfahrung machen. Ah ja, was ist denn hier? Flohmarkt? Ja, cool. Ja gut, wir haben Sonntag, ne? Ah, jetzt fahren die ja alle noch auf die Umgehungsstrecken. Ja, da war wohl irgendein Unfall oder so in der Baustelle. Dann ist voll. Hast du auch keine, wie bei uns in NRW, Umgehungsautobahn? Gibt's halt nur eine, ne? Mit meinem Fitnesslevel würde ich zu Hause keine 260 Kilometer mehr fahren, aber ja, gut, ne? Wird schon werden. Ich kann ja mein Tempo selber bestimmen. Oh, cool. Fahren wir mal durch irgendein Dorf in Oberschwaben. Oder in Schwaben ist das, glaube ich, hier NU.
Neu-Ulm, das Regierungsbezirk Schwaben. BKS ist Bernkastel-Kues eigentlich. Fast von hier gesehen aus Einheimische. Naja, ich habe einen vollen Tank, ich habe Kaffee-Intus. Ich denke mal, morgen bin ich wieder richtig fit, nachdem ich eine Nacht jetzt gut geschlafen habe. Gibt es heute Abend mal kein Bier. Heute Abend mal kein Bier, weil da schlafe ich schlechter. Ja, da ist der Stau, da seht ihr. Oh Mann, ey. Umgehungsstrecke auch dicht. Ach du Shit, ey. Ja, Bochum. Jetzt ist es warm und nicht kalt. Ja, da drüben ist der Stau. Wie gut, dass wir Navi dabei haben. Früher hätten wir uns im Stau anstellen müssen. Aber heutzutage, moderner Technik sei Dank. Habe ich mir schon gestern gedacht, wo ich da so über kleinste Sträßchen gefahren bin, habe mir gedacht, wie hätte ich das früher gemacht. Kartennavi und dann, wenn Baustelle ist, fertig. Immer noch weiter. Oder halt Karte im Tankrucksack und dann nachgucken. Ah, das waren noch Zeiten. Das kennt die Generation YouTube gar nicht mehr. Könnt noch mal. Ah! Es rollt wieder auf der Autobahn. Ja, die Dorfstraßen sind für sowas nicht geeignet. Ja, wird gleich wieder uninteressant, wieder langweiliges Autobahngebolz. Bis später. So, ja, sieht's leider ein bisschen dunkel aus, aber wir sind ja auch schon. Oh, damit ihr was seht. Ich sehe nichts mehr. Hier, guck mal. Naja, kann man putzen. Hier, ACH Bregenz. Wir verlassen jetzt Good Old Germany, fahren in die Republik Österreich. Ganze Autobahngebolze hinter mich gebracht. Hab jetzt erstmal lange Zeit keine Autobahn mehr. Hier, normalerweise hier der Pfänder. Da geht ein Tunnel unterher, aber wir fahren unten am Bodensee lang. Und dann quasi auf dem Pfänder hoch. Muss gleich mal gucken, wie das hier alles aussieht. So, jetzt ab nach Österreich. Okay. 1,49, ja. Ah, Lochau hier. Da muss man weg. So. Willkommen in Österreich. Und hier darf man sogar noch ohne Vignette herfahren. Ja, dass hier Schweizer rumfahren, ist mir klar. Kanton Thurgau ist ja direkt ums Eck. Ah, was hier mal war. Alter Schwede. Dabei wollte ich doch nur ein Foto vom Bodensee haben. Ah! Oh, yo. Schon geil hier. Muss ich nur einen geilen Fotospot finden? Weiter. Schön hier. Ah, Bodenseebahn. Wie am Balaton, am Plattensee. Ja, jetzt müssen wir gleich mal Wetterbericht nachgucken. Ob Regenkombi an oder nicht an. Ich mach mich nicht nochmal nass. Da schwitze ich lieber ein bisschen. Cool. 1,35. Anstatt 1,56 oder 1,60. Regens. Hübsch hier in Regens. Wir waren gerade hier in der höheren technischen Lehr- und Versuchsanstalt. Auf der Bahnhof. Bahnhof Bregenz von der Bodenseebahn wahrscheinlich Richtung Schweiz. Wir müssen auf die L190. Nicht Richtung Schweiz.
Falsches Land, da fahren wir später hin. So bald könnten wir mal das Visier sauber machen. DM, guck mal. So, dann gucken wir noch mal aufs Wetter. Ich hatte gerade richtig guten Empfang, ey. Ja, geil, ey. Ja, später gucken. Erstmal wieder aus Bregenz raus. SPÖ Vorarlberg. Ja, guck. Gibt's jetzt so einen Innenstadttunnel raus aus der Stadt, ne? Und ich habe so das Gefühl, wenn ich durch den Tunnel fahre, regnet es auf der anderen Seite. Naja. Okay, wir fahren über den Tunnel her. Nicht dunkel da aus. Kein Regen. Na dann. Sagt mir aber mein Wetterbericht hier was anderes. Ah, mal gespannt. Vielleicht ist es ja auch nur der Steigungsregen hier am Berg. Oder aber wir kommen komplett drum rum. Ja, alles noch da. Gut, dass ich da immer mal gefühlt dreimal nachgucke. Lieber gleich Regenkombi an, als nass zu werden. Ja, das wird jetzt Regenkombi an, Regenkombi aus, Regenkombi an, Regenkombi aus Spiel. Aber so dunkel wie das ist hier. Es gibt schon mal einen Tag, wo ich mir das gedacht habe, nee, jetzt brauchst du keine Regenkombi. Der ist mit einer nassen Hose geendet. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Da Regen ist und die GoPro nicht wasserdicht ist, packe ich euch gleich wieder weg. Schade aber auch. Aber ist so. Bye bye und bis später. So, bin wieder am Start. Obenrum noch Regenkombi. Untenrum nicht mehr. Doch nicht gebraucht. Und hier, 360 Grad Kamera habe ich rausgeholt. Alter, ist das eine Landschaft hier. Zum Beispiel, wo ich den ersten Pass da vorhin gefahren bin, habe ich mir wieder gedacht, so leck. Ah ah. Die steht da in aller Seelenruhe rum. Könnte auch mal sein, die stehen auf der Straße. Ja, wir fahren jetzt auf dem Hochtannenbergpass hoch. Huch! Gar nicht an, weil ich will ein bisschen Speicher sparen. Weil Flexenpass, Arlbergpass runter, die eine Seite da, da ist schon genug Material. Genau, jetzt so 4 oder 580 Grad Kurven runter. Ja, zum Hochtannenbergpass kann euch jetzt der Tourhunter aus dem Off mal ein bisschen was erzählen. Wenn der Tourhunter hier in Real fährt. Hochtannenbergpass ist ein Gebirgspass in Vorarlberg, der die Allgäuer Alpen vom Lechquellengebirge trennt. Er verbindet das Lechtal bei Wart mit dem Tal der Bregenzer Ach bei Schoppernau und ist Teil der europäischen Hauptwasserscheide. Der tiefste Punkt der Wasserscheide weist eine Höhe von 1660 Metern auf.
Über den Hochtannbergpass verläuft die Bregenzer Waldstraße L200, auf der wir uns gerade befinden, die eine Höhe von 1676 Metern erreicht. Eine Sicherheitssperre besteht kurzfristig im Winter und bei entsprechender Wetter- und Schneelage. In der flachen Passlandschaft liegt der Kabelsee und etwas südwestlich davon der Körbersee. Der Schröckbach, naja. Passend dazu kommen wir nach Schröckeln. Das, was ihr hier im Hintergrund hört, ist die Musik, die ich höre während des Fahrens. Richtig viel los, ey. Vor allem viele Radfahrer. Oh, 1200 Meter schon. Ah, hier ist der Hochtannbergpass. Nee. Es geht noch weiter hoch. Und ganz oben gönne ich mir immer eins Eis, weil ich hatte heute ein Brötchen, ein Korniriegel und dann kommt halt noch ein Eis dazu. Hier ist die eine Kehre mit Aussicht. Ich glaube, die muss ich mal fotografisch festhalten. Yeah. Viele Kurven, yeah!
Alter! Wow, das wird gleich richtig geil. Da drüben ist toll, wieder runter guckt. Jetzt hier. Ne, sieht man nichts. So noch mehr da immerhin. Ja, bei dem hängt die Taschen aber auch runter. So, und mit Ausmachen der 360 Grad Kamera bin ich jetzt auch für heute raus. Es sind 20 Minuten. Nicht, dass das Video noch zu lang wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!